Hallo zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin hier aus der Reiferbahnhalle, genannt die Hölle. Die Woche beim SV Grün-Weiß sicherlich für einige sehr aufregend gewesen. Andreas Bartlau hier auf meiner rechten Seite ist Ende letzter Woche zurückgetreten. Für mich sehr überraschend. Auf der anderen Seite habe ich Lutz Gau bei mir und er wird demnächst die Geschicke des SV Grün-Weiß, der ersten Frauenmannschaft, weiter begleiten. Andreas, ein paar Worte zu deinem für mich doch sehr überraschenden Rücktritt. Ja, also ich habe das am Sonntag nach dem gewonnenen Spiel in Umschlag der Mannschaft gesagt. Ich habe beruflich sehr viel um die Ohren im Moment und diese Mannschaft braucht tägliches Tagesgeschäft hier im Training. Und das kann ich nicht mehr gewährleisten. Ich möchte dem nicht im Wege stehen, sondern eher, dass es noch mal einen Schub nach vorne geht. Auch die sportliche Situation ist für mich nicht befriedigend. Und ich denke mal, ein neuer Trainer, sind neue Gesetze, neue Abläufe. Und ich denke mal, das ist ganz wichtig, auch dass diese Mannschaft das so erfährt. Gut, wenden wir uns an den neuen Trainer. Seit Dienstag steht es fest, Lutz Gau. Sicherlich im Handballsport von Schwerin kein Unbekannter als Spieler vom Post Schwerin und auch als Trainer bei Post Schwerin, sowie auch der ersten Frauenmannschaft der TSG Wismar. Ein paar Worte zu deinem neuen Aufgabenbereich. Ja, also Andreas ist ein sehr guter Freund von mir. Ich habe das immer bewundert, dass er das also mit seiner Tätigkeit und mit dem Handball hier unter einen Hut gebracht hat. Jetzt ist irgendwo ein Ende der Fahnenstange erreicht. Wir haben uns vor einiger Zeit schon mal drüber unterhalten. Jetzt ist es konkret geworden und ich habe gesagt, okay, ich mach's. Ich habe anderthalb Jahre nicht mehr auf der Bank gesessen, freue mich über die neue Aufgabe. Ganz unerfahren im Frauenbereich bin ich auch nicht, also von der Warte könnte ich mir schon vorstellen, dass es passt. Andreas, viele Erfolge hast du in deiner fünfjährigen Zeit bei den ersten Frauen erreicht. Ich denke nur an 2009, Aufstieg in die Regionalliga. 2011 haben wir den Aufstieg in die dritte Liga, sowie 2012 den vierten Platz. Gab es noch mehr gute Momente für die fünf Jahre, die du jetzt bei den ersten Frauen warst? Ach ja, also da gibt es schon noch ein paar Momente, ich sag mal so, auch im DHB-Pokal, wo wir hier gegen Haresley gewonnen haben und eine Runde weitergekommen sind. Das sind so Sachen, die wird man nie vergessen und das sind schöne Erinnerungen. Du bleibst dem Verein ja auch weiterhin erhalten. In welcher Aufgabe wird sich das demnächst führen? Also wir werden da sicherlich nochmal alle uns zusammensetzen, in welcher Funktion. Ich habe gesagt, ich werde weiter was für den Verein hier machen. Wie genau und was genau, das wird sich dann in den nächsten Tagen sicherlich irgendwo mal klären. Lutz, wie sieht bei dir die Zielsetzung für diese Saison aus? Die Mannschaft hatte sich am Anfang der Saison unter die ersten fünf gewünscht. Soll dein Weg hingehen? Ich bin die Mannschaft, also von der Warte her kann ich jetzt auch keine anderen Ziele oder keine neuen Ziele formulieren. Grün-Weiß ist letztes Jahr Vierter geworden, da kann man das auch nicht nach draußen verkaufen, wenn man sagt, man will Klassenerhalt haben. Nur ist sicherlich sind die ersten Spiele nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Und von der Warte her wird es sicherlich nicht mehr so einfach sein, da oben noch mit reinzukommen. Aber ich hoffe schon, dass wir jetzt nochmal also auch einen Schub bekommen, dahingehend, dass wir uns dann entsprechend so positionieren, dass wir nachher vielleicht so nah wie möglich an unser Ziel herankommen. Gut, du hast jetzt eine Woche Zeit gehabt, die Mannschaft ein bisschen kennenzulernen, sage ich mal. Inwieweit kannst du die Mannschaft heute gegen den MTV Alt-Landsberg unterstützen? Ich habe vorhin gerade in der Kabine gesagt, die Mädels sollen ihr Spiel machen. Es war letzte Woche sehr, sehr beeindruckend, was sie dort in Aufschlag angeboten haben. Und man kann nicht erwarten, dass wir jetzt innerhalb einer Woche neue Spielabläufe, neue Kombinationen einstudiert bekommen. Sie sollen ihr Spiel machen, ich werde sie von draußen versuchen zu unterstützen und dann denke ich, dann wird das schon passen. Gut, Andreas, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer mich bei dir für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren zu bedanken. Wir haben, denke ich mal, eine Menge Spaß auch miteinander gehabt. Das kann ich so zurückgeben. Und freue mich, wenn wir uns auch weiterhin hier beim SV Grün-Weiß sehen und auch weiterhin so zusammenarbeiten können. Ja klar. Und bei Ihnen wünsche ich natürlich einen guten Start beim ersten FC, oder Entschuldigung, beim ersten Grün-Weiß Schwerin, bei der ersten Frauenmannschaft und wünsche natürlich viel Erfolg. Das kann ich gebrauchen, vielen Dank, alles klar. Okay.
Thank you.
Das heutige Punktspiel wird Ihnen präsentiert. Ja, und damit begrüße ich Sie zum Spiel zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin und dem MTV 1860 Alt-Landsberg, hier aus der Reiferbahn, genannt die Hölle. MTV beginnt das Spiel. Es gibt 9 Meter für den MTV Alt-Landsberg und Tor durch die Nummer 2, Manja Berger, 0-1. Und 7 Meter für den SV Grün-Weiß Schwerin antreten wird Wendy Künzel. Und sie verwandelt sicher zum Ausgleich 1-1. Und Tor für den MTV durch die Nummer 30, Franziska Schmurski. Damit steht es jetzt 1-2. Und Tor durch Vivian Erdmann zum Ausgleich 2-2. Da wird der MTV zurückgepfiffen. Da wurde noch nicht freigegeben. Ballgewinn durch Julia Weng. Und Tor durch die Nummer 4, Stefanie Lars. Der SV Grün-Weiß Schwerin geht damit in Führung mit 3-2. Und erneut der Ballgewinn. Stefanie Dube versagt da bei ihrem Torversuch.
9 Meter für den SV Grün-Weiß Schwerin. Knapp 5 Minuten sind gespielt. Der SV Grün-Weiß führt hier mit 3:2 und erhöht jetzt auf 4:2 durch Vivian Erdmann mit ihrem zweiten Treffer. Stürmerfoul durch Wendy Künzel. Tor durch Julia Weng zum 5:2. Alt Landsberg jetzt mit 2 Kreisläufern. Wurfversuch durch Annika Fleck. Und jetzt die Damen von Grün-Weiß im Gegenzug. Und es gibt 9 Meter. Versuch durch Stefanie Lars, gehalten durch Katrin Wiele vom MTV Alt-Landsberg. Und ein kräftiger Wurf durch die Nummer 10, Sophie Lütke, verkürzt damit auf 5:3. Und Tor durch Vivian Erdmann zum 6:3.
und es gibt Gelb gegen Sophie Lütke und 9 Meter. Versuch durch, Julia Weng geht übers Tor. Es bleibt beim 6:3 nach knapp 10 gespielten Minuten. Und bei mir jetzt auf dem Kommentatorenplatz begrüße ich Thilo Labs, der sich jetzt hier die ersten 10 Minuten des Spiels angeguckt hat. Wie sieht das aus deiner Sicht jetzt erstmal aus nach den ersten 10 gespielten Minuten unter dem neuen Trainer Lutz Gaum? Also das Spiel ist gewohnt schnell. Also ob das jetzt schon eine Arbeit von Lutz Gaum ist oder nicht, das würde ich jetzt nicht mehr so annehmen. Auch unter Ed Bartlau wurde ein schneller Handball gepflegt. Die Mannschaft spielt frisch und frech auf und ist sehr motiviert. Also es ist sehr viel Vorwärtsbewegung, die Deckung steht recht gut und ich denke, dass man hier im letzten Heimspiel dieses Jahres einiges zeigen möchte. Ja, und eben haben wir eine schöne Aktion durch Noemi Nabeleck gesehen. Es bleibt beim 6:3. Thilo, inwieweit kann man sich jetzt überhaupt in so kurzer Zeit auf die Mannschaft einstellen? Inwieweit kann man der Mannschaft jetzt überhaupt in so kurzer Zeit Tipps und Tricks, sage ich jetzt mal, geben, um entscheidend hier auf dieses Spiel einzuwirken? Ja, ich sage, das sind ja alles Mädels, die gut Handball spielen können und die eine gewisse Grundqualität ja mitbringen. Letztendlich geht es nur darum, sie im richtigen Moment an der richtigen Stelle hinzustellen und ihnen einfach neuen Mut zuzusprechen. Die Mannschaft hat in den letzten Vierteljahren nicht stabil gespielt. Und dort einfach versuchen, die Woche mit Gesprächen und vielleicht ein paar guten Übungen, ein paar guten Torwurfübungen, ihnen einfach ein bisschen Selbstvertrauen einzuflößen, sodass sie hier in dieses Spiel reingehören. Ich denke, die meiste Arbeit wird jetzt um den Jahreswechsel herum stattfinden, um zum nächsten Heimspiel. Ich glaube, dann wird man erst seine Spuren als Trainer hinterlassen können. Vorher ist das doch recht schwierig. Du kennst ja aus deiner Zweitliga-Erfahrung vom TSG Wismar den MTV Alt Landsberg selbst, hast selbst gegen ihn gespielt mit den Damen von Wismar. Wie stark schätzt du diese Mannschaft heute hier ein? Die Mannschaft ist an sich schon sehr stark. Also die im ersten Sechser sind sie durchaus immer noch in ihrer ehemaligen Zweitliga-Besetzung. Wobei, ich sage jetzt mal, sie spielen sehr launisch. Ne? Also so, und jetzt gab es auch gleich ein Tor von einer Spielerin, die du auch nur zu gut kennst, von Stefanie Lars zum 7:3. Es sind ja doch einige Spielerinnen, die du hier durchaus kennst. Kann sich hier Schwerin gegen so eine starke Mannschaft, den MTV steht ja in der Tabelle vor Alt-Landsberg, hinter Alt-Landsberg, behaupten? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, sie haben bisher nur nicht über 60 Minuten konstant ihre Leistung abrufen können, dass sie durchaus in der Lage sind, sehr gute Spiele zu machen. Das haben sie immer wieder gezeigt. Heute geht es einfach darum, mal über 60 Minuten konstant zu bleiben und dann sind sie auch in der Lage, so eine Mannschaft wie Alt-Landsberg zu schlagen. Wie gesagt, Alt-Landsberg braucht auch immer einen guten Tag. Sie haben Rödertal geschlagen, haben aber, ich sage jetzt mal, gegen auch schwächere Mannschaften durchaus schlecht ausgesehen. Also da geht es auch mal so bei der Mannschaft. Ja, dieses Verfahren haben wir auch bei Grün-Weiß des Öfteren in dieser Saison gesehen. Einige sehr starke Spiele mit sehr hoher Führung, die man dann durchaus noch verloren hat. Und genauso auch sehr relativ nicht so starke Spiele. Ich würde sagen, da ist man gleich auf mit Alt-Landsberg, oder? Auf jeden Fall. Also ich denke, wie gesagt, die individuelle Qualität ist bei beiden Mannschaften vorhanden. Die Frage ist, welche Mannschaft im Grunde mehr mannschaftliche Geschlossenheit einbringen kann. Schwerin hat zuletzt, ich sage jetzt mal, die einige Positionen ausgelassen, also waren über einige Positionen sehr stark, andere Positionen waren einfach nur physisch besetzt, aber der Torgefahr, wobei das nicht an den Positionen selber lag, sondern oftmals an dem fehlenden Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft über diese jeweiligen Positionen. Und heutzutage im Handball braucht man einfach alle 6 Positionen, um erfolgreich zu sein. Da reichen nicht 2, 3 gute Leute aus. Und diesen Weg muss Schwerin einfach wiederfinden, dass sie über die Außen, über den Kreis, über ihren starken Rückraum
viele Positionen anbieten dem Gegner und ihn da immer wieder vor neue Aufgaben stellen. Und da haben wir jetzt auch ein schönes Tor durch Wendy Künzel zum 8:3. Es ist die erste Hälfte der ersten Halbzeit gespielt. Schwerin führt mit 5 Toren. Das sieht doch erstmal alles sehr vielversprechend hier aus. Mir kommt es was so vor, also als handballunvisierter Mensch, so vor, als wenn Landsberg im Moment die höhere Fehlerquote hat. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Na, ich denke, auch Landsberg hat heute ein bisschen Aufstellungssorgen. Ne? Eine Janine Hetzer fehlt heute definitiv. Eine Sophie Lüttke, die sehr starke Spielerin mit der Nummer 10, die jetzt den Ball führt, übernimmt seit Neuestem erst die Mittelposition, ist aber eigentlich eine Linksaußen. Die Halbrechte hier, die 3, die Grammatke ist eine Rechtsaußen, also da sieht man schon auch, dass Altlandsberg heute Ausstellungsprobleme hat. Ehre Lange links, dann die Berger schon runter nach einer Viertelstunde, also ich denke, dass auch Altlandsberg jetzt schon dabei ist, ein bisschen zu improvisieren und das Spiel so einigermaßen offen zu halten und man sieht ja auch Trainer Auszeit. Gut, jetzt gibt es die Auszeit und wir horchen da mal rein. Etwas ruhiger spielen, ja, mit dem Schweden hier spielen, die spielen defensiv 6-0, Schweden links, Schweden rechts, Positionswechsel, leere Wechsel, Mädels, voll in die Nahtstellen reingehen, in die Nahtstellen reingehen. So, wir haben jetzt eben einmal reingehört in die Auszeit vom MTV Altlandsberg. Er sagte seinen Mädels, ruhiger spielen, spielt links, spielt rechts, auch ohne Ball. Die richtigen Worte? Ja, also ich sag mal, grundsätzlich erkennt seine Mannschaft natürlich besser als ich, aber es sind viele einfache Ballverluste gewesen, in der Kreuzbewegung den Ball ins Ausgeworfen und sowas. So kann man natürlich nicht auswärts bestehen. Da muss man schon versuchen, wenigstens zum Abschluss zu kommen und die Torhüterin zu zwingen. Aber es wird schon nicht zwingend von allen Positionen Richtung Tor gespielt. Das hat sie natürlich jetzt sehr gut gemacht. So, und Tor durch die Nummer 10 zum 8:4 durch Sophie Lüttke. Wurfversuch durch Wendy Künzel. Es bleibt beim 8:4. Neun Meter. Und Tor durch die Nummer 3, Mandy Gramatke. Und gelbe Karte gibt's gegen Julia Weng. Und Tor durch Vivian Erdmann. Ihr viertes Tor bereits in diesem Spiel. Es steht 9:5. Was mir bis jetzt auffällt in diesem Spiel, wenig Fahrkarten. In den letzten Spielen hatten wir doch diverse Fahrkarten, die die Spielerinnen von Grün-Weiß geworfen haben. Gleich eine Änderung oder einfach eine Stärke, die jetzt Grün-Weiß wieder entdeckt. Spricht für Selbstvertrauen, spricht auch für die richtige Entscheidung, in den Situationen den Wurf zu nehmen. Man nimmt nur klare Chancen und lässt mal Halbchancen weg. Und das ist das Resultat dazu. Aufhalt,
Aufwand ist natürlich, dass Vivian Erdmann heute sehr, sehr gut drauf ist. Also, ob das die besondere Motivation gegen ihren Ex-Club ist, mag ich mal dahinstellen. Ne? Gut, und wir reichen noch ein Tor nach, das 9:6 durch die Nummer 22, Annika Fleck. Ja, Vivian Erdmann hat sicherlich auch beim Frankfurter HC ausgebildet und einige Jahre beim MTV gespielt, unter anderem auch in der zweiten Liga. Da kennt man sich sicherlich. Kann man sich da beim MTV eigentlich diesen Vorteil nutzen, um sich auf diese Spielerin einzustellen? Weiß ich nicht, weil das ist zu lange her. Ich weiß jetzt auch nicht, wie intensiv gespielt hat. Sicherlich ist das so, dass Spielerinnen ihre Lieblingsbewegungsabläufe, ihre Lieblingswurfbilder und sowas haben. Das ist völlig klar. Aber bis jetzt hat sie zum Beispiel sehr variabel geworfen. Sie hat oben kurz, sie hat oben lang geworfen. Also dann ist es schon schwer für die Torhüterin, sich darauf einzustellen. Zumal man mal sagen muss, dass Atlantzberger Deckung da nicht ordentlich mitmacht. Zeitspiel angezeigt. Und der Wurfversuch von Wendy Künzeln. Und der Pfostentreffer von Vivian Erdmann. Es bleibt beim 9:6 nach gespielten 19,5 Minuten. Versuch durch Sophie Lütke, vereitelt durch Noemi Nabelek. Auf eins kann sich der SV Grün-Weiß ja grundsätzlich immer stützen und das sind seine Torhüter. Wie stark schätzt du die Torhüter von Alt-Landsberg ein? Auch sehr stark. Also die sind bieten auch eine gute Leistung. Beide Mannschaften leben sehr über den Gegenstoß eigentlich. Aber was im Moment in den ersten 20 Minuten bei beiden Mannschaften sehr gut zu sehen ist, ist die Rückwärtsbewegung. Also beide Teams arbeiten sehr gut in der Rückwärtsbewegung. Ich glaube, es gab erst einen Gegenstoß von Steffi Dube. Aber im Grunde sind beide Mannschaften schnell zurück und kennen die jeweiligen Stärken der anderen Mannschaft und versuchen das durch gute Rückwärtsbewegung auszugleichen. Da sieht man mal wieder Tempohandball vom Feinsten. Vom Weizen sicherlich nicht. Also da gehört für mich eine vernünftige zweite Welle noch dazu, sodass die Spielerin nicht nur der Gegenstoß über Bartlau und Dube läuft, zum Beispiel, dass die Spielerin in der zweiten Welle sich da mehr anbieten. Eine Wendy Künzeln und eine Erdmann ist in der zweiten Welle sicherlich überhaupt nicht zu stoppen. Aber das kann eine Vorgabe des Trainers sein, dort ein bisschen erste Welle und dann ein bisschen Tempo rauszunehmen. Das weiß man nicht. Das wirkt von außen jetzt so und muss man sehen, was da angesagt ist. So, und wir reichen ein Tor durch die Nummer 30, Franziska Schmurski. Und das bedeutet auch gleich Auszeit für den SV Grün-Weiß Schwerin. Und wir horchen mal rein. Deckung jetzt anfangen, nicht zu offensiv zu werden. Ja? Wir dürfen vor allem den Kreisläufer nicht zur Ballseite ablaufen lassen. Wenn die vorher versuchen umzutreten, dass er nicht in die Lücke hinten rein kann. Ansonsten steht die hinten ganz vernünftig. Immer 1-1 weiter aufpassen und immer zur Ballseite rücken. Hier steht teilweise zu weit weg. Okay? Nach vorne im Angriff mehr ansagen. Sag immer wieder was an. In der Deckung hinten, dass ihr eine Auftakthandlung habt. Und nicht den ersten besten Ball nehmen, meine Damen. Ja? Spielt ruhig ein bisschen länger. Ja, wir haben etwas reingehört. Ich konnte es leider nicht ganz verstehen. Es wurde gesagt, mehr zur Ballseite hin, mehr Ansagen im Angriff, immer wieder was Neues probieren. Wie siehst du das? Also, er hat offensichtlich ganz klar die Deckungsprobleme angesprochen. Die Mannschaft arbeitet da im Moment noch zu individuell. Und das wird ihm nicht gefallen haben, sodass er möchte, dass die Deckung zur Ballseite verdichtet, um da mehr Räume zu schließen. Dem stimme ich 100% zu. Also es ist so, dass die Lütke, die Mannschaft ist ja körperlich alle kleiner von Alt-Landsberg und trotzdem schaffen sie immer wieder die Durchbruchsräume da. Und da muss die Mannschaft natürlich als Team mehr zusammenarbeiten, Deckungsverband mehr schieben, zur Ballseite verdichten halt. Ja, und zwischendurch haben wir jetzt wieder eine sogenannte Fahrkarte von Vivian Erdmann gesehen. Das, was wir zum Beginn des Spiels
gelobt haben, bemängeln wir jetzt wieder. Zeitspiel angezeigt. Es bleibt erstmal beim 9:7 nachgespielten 22 Minuten. Und Lutzgau nimmt Vivian Erdmann vom Platz. Dafür kommt Anne-Christine Hering aus der zweiten Mannschaft als Verstärkung. Und Ballgewinn durch Sophie Lütke, aber eine Superparade durch Noemi Nabeleck. Gibt aber noch 9 Meter MTV weiter im Ballbesitz. Und Tor durch Stefanie Lars zum 10:7. Aus meiner Sicht sah es jetzt so aus, als wenn gerade bei diesem Spielzug eben das Rückzugsverhalten von Landsbeck nicht ganz so gestimmt hatte. Ja, es fing gut an. Also sie haben hier vorne an der Mittellinie die beiden Halben gestoppt. Dadurch fehlten dann aber die Verdichtungsmöglichkeiten hinten. Also die Passstation wurde sehr schnell auf Chevy Dubel, Chevy Lars gesucht. Das war natürlich sehr, sehr klug gespielt. Die Räume waren da. Haben sie sehr gut gemacht, die Mädels. Es geht weiter für Mandy Gramatke. MTV im Ballbesitz. Und sie holt auch gleich noch einen 7 Meter raus. Auch hier war wieder schön zu sehen, dass die Mannschaft nicht verschiebt. Es gibt eine 1 gegen 1 Situation bei einer Spielerin. Also es ist einfach eine 2 gegen 2 vorher, dann 1 gegen 1. Die Spielerin wird alleine gelassen und hat links und rechts Raum zu verteidigen. Da muss die dritte Spielerin natürlich ranrücken. Und so ist natürlich klassisch 7 Meter. Ja, und daraus resultieren das 7 Meter Tor durch Sophie Lütke. Jetzt der Konter durch Sophie Lütke mit dem Torerfolg. 10:9. Damit ist der MTV Alt-Landsberg wieder ran am Grün-Weiß. Und es kündigt sich ein Wechsel auf der Seite von MTV an. Es gibt 2 Minuten Strafe gegen Sophie Lütke. Damit der SV Grün-Weiß in Überzahl jetzt. Jetzt muss man sehen, ob die neue Spielerin, die 14 Jahre Hering aus der zweiten Mannschaft aushilft, in der Lage ist, die Überzahl zu spielen, ob sie dann eine Variante spielen, ob sie die schon drauf hat oder ob improvisiert wird. Ne? Das sah noch nicht sehr glücklich aus.
immer wieder Noemi Navelek, die ihre Mannschaft vor Schlimmerem bewahrt. Und es gibt 7 Meter für den MTV. Antritt Franziska Schmurski. Und sie verwandelt sich zum Ausgleich 10:10. Okay, der Trainer hat jetzt gewechselt. Vivi Erdmann ist ja drin. Jetzt ist die Startaufstellung. Jetzt kann sie ihre gewohnte Überzahlkombination spielen. Ich denke, wir werden jetzt gleich den Ablauf sehen. Und gelbe Karte gegen Mandy Gramatke. Überzahlsituation ist beendet. Sophie Lütke wieder auf dem Platz. Und Wurfversuch von Wendy Künzel misslingt ebenfalls. Jetzt geht es darum, die 2 Minuten aus der Oberzahl nochmal Konzentration hochzuhalten. Man hat jetzt die Überzahl verloren. Und jetzt nochmal sauber in die Pause kommen, am Ball gewinnen, schön Gegenschuss, um sich nochmal Mut für die zweite Halbzeit zu holen. Das wäre jetzt nochmal wichtig. Und Tor durch Manja Berger. MTV geht damit in Führung. Mit 10:11. Franziska Schmurski und Wendy Künzel klatschen da ab. Gibt noch ein kleines Gespräch zwischen dem Schiedsrichter und den beiden. 1,5 Minuten sind noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Und Tor durch Julia Weng. Zum Ausgleich 11:11. Und beim MTV Alt-Landsberg gibt es jetzt einen Torwartwechsel. Für Katrin Wiele kommt jetzt Juliane Schlein. Und Tor durch Manja Berger zum 11:12. Knapp eine halbe Minute noch zu spielen. Und Vivian Bartlau zum Ausgleich 12:12. Und dabei bleibt es auch in der ersten Halbzeit. Es steht nach 30 Minuten 12:12. So, und wir melden uns pünktlich zur zweiten Halbzeit beim Spiel zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin gegen den MTV 1860 Alt-Landsberg zurück. Es steht nach der ersten gespielten Halbzeit 12:12 und Schwerin ist jetzt mit Ballbesitz. Bei mir habe ich jetzt immer noch Thilo Labs, ehemaliger Trainer der TSG Wismar Damenmannschaft. Was wären Worte, die du jetzt gesagt hättest in der Halbzeitpause zu deinen Mädels? Also ich gehe davon aus, dass Lutz Gau der Mannschaft einen Ritt auf den Weg gegeben hat, konsequent zu decken. Der Mannschaft fehlt im Moment.
Der Mannschaft fehlt im Moment der Ballgewinn, um ihren Gegenstoß laufen zu können. Und im Moment lassen sie halt Landsberg viel zu sehr ins Spiel kommen mit Kreuzbewegung und da werden die Räume nicht eng noch markiert. Also ich gehe davon aus, dass er da appelliert hat auf die Deckungsseite. Obwohl man nur 12 Tore kassiert hat zur Halbzeit, denke ich trotzdem, dass der Gegenstoß auf diese Art und Weise fehlt. Gut, und wir reichen das Tor von Steffi Lars nach zum 13:12 und gleich im Anschluss das Tor auf 14:12 durch Vivian Bartlau. Ja, eine Minute gespielt, Grün-Weiß führt gleich mit 2 Toren. Die Worte scheinen gewirkt erstmal zu haben. Und Tor durch Wendy Künzel zum 15:12. Tor durch Manja Berger zum 15:12. Entschuldigung, 15:13. Ballgewinn durch Steffi Lars und Vivian Bartlau zum 16:13. Man sieht jetzt sehr gut, wenn die Abwehrarbeit mit dem Herz gespielt wird, denn wir haben jetzt hier zweimal erste Welle, einmal der engagierte zweite Welle im Abschluss, wenn die Künste gesehen und eine Deckungsarbeit eben nicht. Schönes Tor von der Berger in der Zwischenzeit. Aber da muss Grün-Weiß dranbleiben. Rechtzeitiges Raustreten. Die Berger ist die Einzige, die aus dem Rückraum werfen kann. Alle anderen gehen eher 1-1. Und ich denke, das wird auch der Schlüssel sein, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten. Und Vivian Erdmann mit ihrem 5. Treffer zum 17:13. Man sieht hier gerade in der zweiten Halbzeit, die beginnt fast ähnlich wie die erste, mit sehr vielen schnellen und schönen Toren. Werden beide Mannschaften das auf Dauer durchhalten können? Ja, auf jeden Fall, weil so ein Spiel ist ja leicht zu führen. Ne? Also Gegenschuss laufen ist ja für zwei Leute anstrengend, in dem Fall. Für 4 können sich ausruhen, brauchen den Angriff nicht mitlaufen. Also denke ich schon, dass da die Kraftfrage nicht die Rolle spielt. Landsberg macht jetzt die gleichen Fehler wie am Anfang des Spiels. Viel Einzelleistung, viel Klein-Klein. Also sie treffen die falschen Entscheidungen, haben kein Abschlussverhalten, vernünftiges. Und der spielt Schwerin natürlich extrem jetzt in die Karten. Ne? Gut, und wir reichen das Tor von Stefanie Dube zum 18:13 nach. Und den Wurfversuch von Manja Berger, der im erneuten Ballgewinn für Grün-Weiß Schwerin endet. Stürmerfoul gesehen vom Schiedsrichter. Damit der MTV im Ballbesitz. Und Tor durch Sophie Lütke. Ebenfalls ihr 5. Treffer in diesem Spiel zum 18:14.
Start im Tor, Noemi Nabelek. Und Tor durch Wendy Künzel. Zum 19:14. Wunderschön, wie sie sich da durchgekämpft hat noch. Ja, eine Spielerin mit extrem viel Willen. Das beeindruckt mich immer wieder. Jetzt wird ein Spielzug angezeigt. Wir wollen uns mal anschauen, was da jetzt mal rauskommt. Aus meiner Sicht sah es jetzt nicht so aus, als wenn das gewollt war. Wieder ein schöner Gegenstoß hier über Bartlaub. Also ich denke, dass der Spielzug erfolgreicher gewesen wäre, wenn die Lüttke den Pass auf die Berger weitergespielt hat. Man hat hier versucht, die große Linkshand von der halbrechten Position in die Laufbewegung über die Mitte zu bringen und dann den Schuss zu nehmen. Ich glaube, das wäre auch die erfolgreiche Variante gewesen. Jetzt kommt der Spielzug nochmal das gleiche. Jetzt sieht man die Vorwärtsbewegung. Jetzt war es natürlich ohne Druck gespielt, ne? Aber so wollte man das spielen. Ja, auch diesmal misslang dieser Spielzug. Sollte man sich wieder was anderes überlegen. Also Atlantberg lebt schon sehr von der Lüttke. Wenn die einen guten Tag hat, entscheidet sie das Spiel. Ich glaube, sie ist auch recht weit vorne in der Torschützenliste der Liga. Aber hier hat sie jetzt zwei, dreimal die falsche Entscheidung getroffen. Stellt sich zwar auch sehr in den Dienst der Mannschaft, aber in der Hinsicht muss sie einfach korrekter spielen. Der Villar, schönes Tor. Auch sie mit ihrem fünften Treffer zum 21:14. Und jetzt Auszeit durch den MTV. Vorne mal etwas ruhiger spielen, nicht das Tempo mitgehen. Ja? In die Nasen rein auf der linken Seite hier drüben. Haben wir noch nicht Platz. Jeder. Weiter mit Übergänge fehlen jetzt in der zweiten Hälfte. Mädel. Konsequent zum Tor und dann zurück hier. Mit Tempo zurück. Ja, der Trainer sagte, die Übergänge fehlen. Das ist so das, was ich aus dieser Ansage von ihm mitnehmen muss. Die richtigen Worte? Kann ich so ohne beurteilen. Natürlich spielt die Mannschaft jetzt zu statisch und es sind zu viel auf 1 gegen 1 Aktionen ausgelegt. Übergänge können natürlich ein probates Mittel sein, um die Deckung in Bewegung zu bringen und dann vielleicht über den Kreis wieder zum Abschluss zu kommen. Und Wurfversuch durch Angela Greulich scheitert an Noemi Nabelek. Es bleibt beim 21:14. Versuch durch Vivian Bartlaum. Und Tor durch Steffi Lars. Bisher konnte Steffi Lars in der Mannschaft ja noch nicht so groß glänzen, da sie auch nicht so durchgehend eingesetzt wurde. Heute zeigt sie ein sehr, sehr starkes Spiel aus meiner Sicht. Ja, dem kann ich zustimmen. Es ist natürlich auch so, dass sie jetzt, ich sag jetzt mal, mehr Spielanteile am Kreis bekommen, vorher auf der Rechtsaußenposition sehr von dem Druck gelebt hat dort. Und aber auch das hat sie nicht schlecht gemacht. Und
in den Adler wirklich. Und heute wird viel über den Kreis gespielt, heute ist sie da und zeigt, was sie kann und bringt sich in die Mannschaft ein. Das ist gut so. Zehn Minuten sind gespielt. Der SV Grün-Weiß führt mit 8 Toren. Sicherlich schon eine Leistung nach dieser doch sehr durchwachsenen ersten Halbzeit. Ja, aber ich denke, Schwerin wird jetzt dranbleiben und muss den Druck aufrechterhalten und darf an Landsberg nicht zurückkommen. Also 2-3 Tore, Verkürzung könnte durchaus wieder fürs Nervenkostüm kritisch sein. Also in der Hinsicht müssen sie jetzt den Druck aufrechterhalten, weil wir hoffen, dass hier wie in Erdbahn, die eben ein bisschen mit Schulterproblemen zu kämpfen hat, nichts Ernsthaftes passiert ist. Es war keine schöne Szene eben. Und bei 8 Toren plus, da nimmt man dann einfach mal die Hände weg dort an. Als Abwehrspielerin. Er wird da betreut durch Nicole Erdmann, der Physiotherapeutin des SV Grün-Weiß Schwerins. Es geht aber auch für sie weiter. Da muss ich immer sagen, muss ich immer Hut ab vor den Spielerinnen, was die alles so einstecken können. Und erneut schönes Tor durch Steffi Lars zum 23-14. Und Angela Greulich wird da von 3 Schweriner Spielerinnen festgemacht. Wendy Künzel wird da nochmal vom Schiedsrichter ermahnt. Bleibt aber ohne Folge für sie. Zeitspiel angezeigt. Und im Tor Noemi Nabeck, aber Annika Fleck mit dem Tor zum 23-15. Und Vivian Erdmann zum 24-15. Jetzt konnte man eben schön die Variabilität sehen. Wir haben vorher schöne Tore vom Kreis gesehen. Die Deckung weiß jetzt nicht, kommt das Anspiel in den Kreis und zögert beim Raustreten. Und schon haben wir ein schönes Tor über die Rückraum, linke Position, über die Mitte geworfen. Weil, wie gesagt, weil das Spiel der Mannschaft eben variabel ist, in mehrere Positionen werden einbezogen in das Spiel und dadurch ist es für die Deckung schwer. Tor durch Franziska Schmurski zum 24-16.
Schöner Ballgewinn durch Steffi Lars. Und auch Tor zum 25:16 und 2 Minuten Strafe gegen Manja Berger. Damit verliert Alt-Landsberg jetzt eine starke Rückraumspielerin. Wie wirkt sich das jetzt auf das Spiel aus? Also man hat es eben gerade sehr schön gesehen, dass Lutz Gau seiner Mannschaft trotz der Überzahlsituation ermahnt hat, weiter zu spielen, weiter den Druck zu erhöhen, nicht nachzulassen und konzentriert dabei zu bleiben. Sie haben vorhin die Überzahl verloren, sogar mit 1-0. Und es ist jetzt eine wichtige Phase, jetzt den Deckel drauf zu machen. Die ist eine gute Chance für die Mannschaft. Ja, Alt-Landsberg scheitert jetzt zweimal an Noemi Nabelek. Es bleibt beim 25:16 nach gespielten 15 Minuten. Und für Steffi Dube kommt jetzt die Nummer 17. Nee, Entschuldigung, 77, Jessica Jander. Und erneut das Tor aus dem Rückraum durch Vivian Erdmann zum 26:16. Zehn Tore ist sicherlich schon eine Hausmarke, die Grün-Weiß hier führt, aber sicherlich noch kein Endstand, denn ein Spiel geht immer über 60 Minuten. Welche Möglichkeiten hat jetzt Alt-Landsberg, um sich dagegen zu stellen? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass Alt-Landsberg zurückkommt, muss ich sagen. Es ist aber noch viel Zeit und auch Schwerin hat sich nicht immer stabil gezeigt. Aber im Moment läuft das Spiel doch sehr an Alt-Landsberg vorbei. Also ihnen fällt nichts ein, sie verzetteln sich in kleine Aktionen. Also ich glaube nicht, dass sie zurückkommen. Schwerin ist jetzt auch sehr selbstbewusst und ich glaube einfach, dass sie das Spiel zu Ende bringen. Der Trainer wird sicherlich die Gelegenheit nutzen, ein bisschen durchzuwechseln, sodass das Ergebnis vielleicht nicht bei 10 oder plus bleibt. Möglicherweise wird es dadurch ein bisschen schmälern, aber ich glaube, also von der Körpersprache und der Spannung des Spiels wird das jetzt eindeutig an Schwerin gehen. Und wieder hat das Kreisanspiel eigentlich sehr gut funktioniert. Etwas, was man in den letzten Spielen bei Grün-Weiß etwas seltener gesehen hat. Der Wurf von Wendy Künzel geht unter das Hallendach. Es bleibt beim 26:16. Und Tor durch Manja Berger zum 26:17. Und für Steffi Labs, jetzt auf dem Feld, Kerstin Labs. Ja, Thilo, wie ist das jetzt eigentlich, wenn du hier in der Halle sitzt und deine Frau bei Grün-Weiß
spielen siehst und auch gleich noch ein Tor werfen siehst. Dann freue ich mich für Sie. Dann weiß ich den Aufwand, den Sie die Woche betrieben hatten mit fünfmal Training, dass sich das gerechtfertigt ist und dass sich das lohnt für Sie, dass Sie auch Spaß an der Sache hat. Also ich freue mich das für Sie, klar. Es steht 27 zu 17 nach fast 20 Minuten der zweiten Halbzeit. Wenn die Künzel jetzt am Kreis, das ist eine Position, wo ich sie eher selten sehe. War früher ihre Position. Es geht weiter, auch für Vivian Bartlau. Zeitspiel angezeigt. Und erneut im Tor, Noemi Nabeck. Konnte den Wurf von Manja Berger entschärfen. Es bleibt beim 27 zu 17. Wenn halt Landsberg durch die Abwehrreihen von Grün-Weiß durch ist, steht immer noch eine Noemi Nabeck da. Wie sehr demotivieren kann so etwas? Habe ich leider nicht verstanden, die Frage. Tut mir leid, ich war so laut. Wie sehr kann es demotivieren, wenn man auf Alt-Landsberg-Seite durch die Abwehrreihen durch ist und dann immer noch so eine super aufgelegte Torhüterin dasteht? Ja, ohne Zweifel. Das beeindruckt natürlich schon sehr. Du bist eh 10 Tore hinten, quälst dich über jede Aktion und hast dann mühevoll was erarbeitet und dann hast du da so eine glänzende Torhüterin. Also ich denke schon, dass die Spielerinnen darüber nachdenken und dass sie da, das ist beeindruckt. Zeitspiel angezeigt jetzt. Pfosten. Und Grün-Weiß gleich mit zwei Leuten vorne. Und das Tor durch Vivian Bartlau. Zum 28 zu 17. Und für Vivian Bartlau kommt jetzt Lisa Menzel, der Youngster der Mannschaft. Sicherlich bei der Führung kein ungewolltes Mittel, jetzt eine junge Spielerin die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen. Unbedingt. Die Spielerin brauchen Spielanteile, um in wichtigen Phasen auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und heute hat sie 8 Minuten Gelegenheit dazu, das zu üben. Zeitspiel angezeigt. Und 7 Meter Entscheidung für den MTV Landsberg. Gleichzeitig verbunden mit einem Torwartwechsel für Noemi Nabeck kommt jetzt Anna Pöschel. Antritt die Nummer 9, Sandra Mettcher, und im Tor Anna Pöschel. Ebenfalls keine schlechtere Wahl. Thank you.
Und jetzt gibt es eine 2-Minuten-Strafe gegen Mandy Gramatke und Wendy Künzel. Zweimal der Wurfversuch, einmal durch Lisa Menzel und einmal durch Jessica Jander. Erfolglos. Aber auch auf der anderen Seite ist der MTV nicht erfolgreich. Es bleibt beim 28:17 und es sind 24 Minuten der zweiten Halbzeit gespielt. Man sieht, dass beide Mannschaften jetzt mit dem Konzentrationslevel stark nach unten gehen. Ne? Also die eine Mannschaft im Erfolg 11 Tore plus und die andere Mannschaft 11 Tore. Da sieht man schon, dass das Spiel einfach im Grunde zu Ende gespielt wird. Ne? Schwerin soll sich jetzt noch ein paar schöne Momente abholen und ein paar schöne Eindrücke holen, damit sie fürs nächste Spiel oder gut in die Pause jetzt kommen und im nächsten Spiel gut angreifen können. Das ist für Schwerin jetzt einfach wichtig. Ja, du hast es angesprochen, das nächste Spiel ist Derby gegen den Rostocker HC. Wie schon im letzten Jahr das erste Spiel auswärts gegen den Rostocker HC. Sicherlich keine leichte Aufgabe, denn letztes Jahr hat man dieses Spiel verloren. Ja, ich denke aber einfach nur wegen dem Derby-Charakter. Wenn du die Mannschaft 1:1 vergleichst, ist Schwerin doch schon deutlich stärker besetzt und muss auch dieses Derby eigentlich für sich entscheiden. Frage ist, wie cool sie da reingehen in so ein Derby und wie heiß Rostock ist, aber im Grunde wenn sie mit der gleichen Einstellung, die heute zu Werke gehen, sich auch von einer aufgebrauchten Führung nicht verunsichern lassen und wieder zurückkommen, dann sehe ich auch für dieses Derby alle Möglichkeiten. Wurfversuch von Vivian Erdmann scheitert an der Latte. Und der erste Wurfversuch von Sophie Fricke scheitert an Noemi Nabelek. Aber die Nummer 21, Stefanie Zase, verkürzt auf 28:18. Vier Minuten noch zu spielen. Schwerin führt mit 11 Toren jetzt durch ein schönes Tor von Kerstin Labs. Tor durch Silvia Kalina mit der Nummer 13. 29:19. Etwas mehr als 3 Minuten sind noch zu spielen. Ich denke, hier wird heute zumindest rein vom Endergebnis nicht mehr viel passieren. Vielleicht noch ein bisschen Feinkosmetik durch den MTV. Aber an sich ist dieses Spiel schon fast durch, denke ich mal, für den SV Grün-Weiß. Oder wie ist das aus deiner Sicht? Ich glaube, da braucht man kein Prophet sein. 3 Minuten, 10 Tore, ist völlig klar. Aber ich glaube, das war vor der Viertelstunde schon abzusehen. Und jetzt fahren sie ein bisschen das Torverhältnis und für Selbstbewusstsein. Alles andere zählt jetzt nicht. Die Tabellenposition ist, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht groß zu verbessern. Aber man muss jetzt Schwung aufnehmen für die Rückrunde. Ich muss die Motivation hochhalten, damit Trainer und Mannschaft auch leichter zusammenarbeiten können die nächsten 4 Wochen. Und sodass dann Richtung Derby auch alles gegangen ist. Jawohl. So. Und schönes Tor durch Kerstin Labs. Und wir müssen noch ein Tor nachreichen, nämlich von Stefanie Lars, die in diesem Spiel schon ihr mittlerweile 9. Tor wirft.
Jessica Jandner scheitert von außen. Und der MTV scheitert mit den Pässen. Du hast dir gerade ein bisschen gewedelt zu deiner Frau nach vorne. Das Zeichen dafür, geh nach vorne, greif an. Oder? Aber sie macht alles richtig. Sie guckt natürlich nicht zu mir, sondern hört auf den Trainer. Ich will natürlich sie antreiben, die zweite Welle noch zu laufen, ne? Damit man jetzt noch mal ein, zwei leichte Aktionen macht. Ne? Wenn einfach die zweite Welle nachlaufen, da hat Landsberg nicht gut zurückläuft. Ne? Das so von Steffi Lars zählt nicht. Geht weiter beim Stand von 31-19 und nicht mal ganz eine Minute mehr zu spielen. Abwurf angezeigt. Aus meiner Sicht Landsberg jetzt sehr ermüdend, wirkt sehr träge, auch wenn hier noch das Tor von Sandra Metke nachzureichen ist zum 31-20. Und noch 10 Sekunden sind zu spielen. Und das Tor wurde von Vivian Erdmann nicht mehr getroffen. Aber das Spiel ist zu Ende. 60 Minuten sind rum. Es steht 31-20. Und das ist doch ein sehr deutliches Ergebnis gegen den MTV Alt-Landsberg. Und Schwerin kann mit beruhigtem Wissen und Gehwissen in die Winterpause gehen. Ich bedanke mich bei Thilo dafür, dass du mir hier ein bisschen handballtechnisch zur Seite standst. Und wünsche allen Zuschauern und allen Fans des SV Grün-Weiß-Schwerins beachtliche und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013. Dem schließe ich mich an. Gästetrainer, hier neben mir den Randolf Weiland und auf der anderen Seite den neuen Trainer bei Grün-Weiß Schwerin, Lutz Gau. Ja, so unmittelbar nach dem Spiel, Ergebnis steht noch dran, 31-20, vielleicht mal aus deiner Sicht zum Spielverlauf. Erste Halbzeit war gar nicht abzusehen, war ganz knapp. Und wo aus deiner Sicht kam der Einbruch? Ja, erstmal herzlich willkommen an die Schweriner. Ja, wir haben gleich mit sehr vielen technischen Fehlern begonnen und Schwerin hat dann gleich mit 6 Gegenstößen Glück gehabt, uns überlaufen und dann im weiteren Spiel weitere Gegenstöße über links außen und das war sich der Genickbruch für uns, ja, dass wir einfach wieder den Ball vorne nicht so halten konnten, wie es an sich nötig wäre, um auswärts bestehen zu können. Normalerweise sind das ja Spiele gegen Alt-Landsberg und Grün-Weiß-Schwerin, die waren ja immer sehr knapp. Tja, und dann ist man auf Deutsch gesagt in der zweiten Halbzeit hier unter die Räder gekommen. Wann haben Sie Spielerin verletzt? Könnt ihr ein bisschen leiser machen, das ist so laut. Ja, zurzeit fehlt die Janine Hetzer, fehlt eine Anne Haude, die gerade gesund wurde, aus dienstlichen Gründen auch eine Rückraumspielerin. Aber wir haben leider nicht die Durchschlagskraft aus den Nachwuchsspielerinnen, so wie Schwerin das gezeigt hat. Ja, wir kommen nicht mit dem Tempo, der Rückraumspieler kommt nicht so ins Spiel, um erfolgreich dann zum Torwurf zu kommen. So bleibst du mal kurz stehen, vielleicht nochmal einen Applaus von unserem Gästetrainer hier von Alt-Landsberg. Hartes Duell, schnell geführt. Lutz, das ging ja dann ganz schnell, hier als Trainer eingestiegen bei Grün-Weiß, dem Handballsport ja schon lange verbunden hier in Schwerin. Und dann natürlich hier gleich ein Heimsieg als Einstand, da kann man sich ja nicht beschweren.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also vielen Dank an meine Damen, haben sie super gut gemacht. Wir haben versucht in der Woche den Ball einfach flach zu halten, unsere Arbeit getan, nichts irgendwie versucht zu verändern. Das macht in einer Woche auch gar keinen Sinn. Und sie haben das gespielt, was sie unter ihrem vorhergehenden Trainer gelernt haben und haben das super gut umgesetzt. Tolle Deckung, gute Abwehrarbeit mit einer hervorragenden Torhüterin hinten drin und dann passt das auch nach vorne. Ja, zum Schluss war ja nicht ganz das Glück dem Verein mehr hold. Es wurden einige Spiele knapp verloren. Heute ging es wieder andersrum. Da muss man natürlich bei den Mädels auch wieder den Kopf frei machen, weil man sagt ja selber, Mensch, sonst treffen wir das Tor, ansonsten nur Latte oder man wirft weg. Heute war nachher noch ein Kantersieg, 31-20. Hast du dir das vorher auch so ausgemalt? Naja, man wünscht sich das natürlich, dass man irgendwie im ruhigen Fahrwasser, dass nur 11 Tore sind, das, ja, gut, das kann man nicht vorher planen. Aber ich habe mir schon einen geruhsamen Nachmittag gewünscht, also relativ geruhsamen Nachmittag. Das ist so aufgegangen und von der Warte bin ich natürlich super zufrieden. Also Dankeschön erstmal an Lutz. Ganz kurz noch eine Frage. Wie sind die Saisonziele bei euch im Verein in der dritten Liga? Also wir werden nach dem Neuaufbau und Umgestaltung der ersten Mannschaft sind unsere Ziele an sich einen einstelligen Tabellenplatz. Das heißt 8. bis 9. Platz. Das sind unsere Vorstellungen. Und da liegt ihr ja noch in der Norm. Wir sagen erstmal Dankeschön und natürlich euch eine angenehme Heimfahrt, ein schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch und dann sehen wir uns in der neuen Saison wieder. Wer ist euer nächster Gegner? Auswärts, wir haben gleich 3 Auswärtsspiele, erst im Pokal, im sogenannten Brandenburg-Pokal und dann 2 Auswärtsspiele, Hennstedt-Ulzburg und Leipzig. Also kommt eine schwere Aufgabe auf uns zu, obwohl wir beide Spiele zu Hause erfolgreich bestehen konnten. Ist da auch so eine Stimmung wie hier oder habt ihr mehr Zuschauer? Nee, also wir haben bei einer Doppelveranstaltung 350 bis 400, wenn die Männer vor uns spielen. Ansonsten um die 250 bis 300. Gut, alles klar. Dankeschön, Randolph. Viel Glück an dein Team. Auch. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Lutz, ganz kurz. Ja, wir müssen noch mal kurz fragen, wie geht es jetzt weiter für den Verein? Dann kommen ja noch die Feiertage. Ich habe es ja schon mal angesagt. Dann gibt es ja ein Auswärtsspiel bei Rostock, habe ich, glaube ich, gelesen. Guck ich nochmal. Guck mal hier mit drauf, ja, Rostocker HC und dann am 20. Januar gegen Hennstedt-Ulzburg. Aber ihr trainiert doch. Naja, wir haben jetzt ein bisschen aneinander geschnuppert. Jetzt werden wir versuchen, uns aufeinander richtig einzustellen. Einige Trainingseinheiten habe ich dafür zur Verfügung. Und ich freue mich auf das Spiel in Rostock. Ich weiß, dass aus früheren Derbys, dass das immer eine heiße Kiste ist. Also wir werden uns auch auf alles einstellen müssen, weil Rostock wird garantiert alles auffahren, was sie auffahren können. Und wir müssen gucken, wie wir dann unsere Spielweise umsetzen können und ob wir dann genauso erfolgreich sind. Also ich denke, heute war ein guter Auftakt und jetzt müssen wir einfach hart arbeiten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also das hört sich ja gut an, eine Woche beschnuppert. Können wir davon ausgehen, dass ihr euch gut riechen könnt? Das musst du die Mädchen fragen. Also ich habe keine Probleme. Gut, also Dankeschön an Lutz Grau. Toller Einstand und wir sehen uns dann wieder. Und natürlich wünschen wir Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und du kannst es selber sagen. Ja, das möchte ich natürlich auch allen Zuschauern. Danke fürs Kommen und wünsche euch natürlich oder Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe natürlich, dass Sie nächstes Jahr jeder noch einen mitbringen und dann haben wir die Heimspiele auch wieder richtig schön voll. Vielen Dank. Dankeschön, Lutz. 31-20 gewinnt der SV Grün-Weiß Schwerin gegen den MTV 1860 Alt-Landsberg. Wir sind jetzt hier bei den Quassel-Kids, wo die Jette sich heute als Geburtstagsgeschenk die Wendy zum Fragen stellen gewünscht hat. Wir haben eine kleine Überraschung für dich als kleines Geburtstagsgeschenk und ich übergebe jetzt einfach mal das Mikro und du darfst jetzt Wendy ein bisschen ausquetschen. Wie fandest du das Spiel heute? Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Wir haben unsere Leistung gebracht. Wir haben eine komplett gute Mannschaftsleistung gezeigt und ich denke, damit können wir zufrieden sein. Wie lange machst du schon Handball? Jetzt im Januar sind es 10 Jahre, genau. Bist du traurig, dass Herr Bartler aufgehört hat? Ja, doch. Eine lange Zeit verbracht. Ich habe ihn seit der B-Jugend als Trainer.
und wir hatten eine richtig gute Zeit zusammen, haben viele Erfolge feiern können. Und ich denke mal, da wäre jeder traurig, wenn er den Trainer abgeben müsste. Wie findest du deinen neuen Trainer? Wir haben jetzt eine Woche zusammen gearbeitet und das hat uns, ich denke, wie man auch gesehen hat, am Wochenende viel Freude bereitet. Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Wann hast du Geburtstag? Ich das jetzt sagen soll, am 30.12. Freust du dich, dass Jette heute Geburtstag hat? Verständlich. Ihr beiden Fans. Kennst du meine Schwester Vera? Ja. Telefoniert ihr noch zusammen? Nee. Ja. Das waren die Quasse Kids mit Wendy und Jette. Wir sehen uns beim nächsten Spiel des SV Grün-Weiß Schwerin. Das nächste Mal auswärts gegen den Rostocker HC in Rostock.